This is Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Ja, und hier ist der Detlef zurück aus unserer wunderschönen musikalischen Erholungspause. Ne? Muss auch mal Erholung vom Detlef hier, vom Wake News Radio. Und wir sind in der zweiten Stunde unserer heutigen Sendung am 10. Mai 2012. Und in der ersten Stunde hatte ich erstmal darauf hingewiesen, dass wir. Und herzlich willkommen alle OrkiTalk-Zuhörer, dass wir bei OrkiTalk Radio, OrkiTalk.com auch simultan hier übertragen werden. Das ist klasse, da verdienen die auch mal einen kleinen Applaus hier. Ja, genau, das ist auch klasse, Mensch. Wir müssen uns eben alle so ein bisschen vernetzen, ne, um die Informationen rund zu bringen, das ist doch klar. Ja, und ihr könnt mir also auch während der Sendung hier noch Infos und Kommentare und Fragen und was ich reinsende unter radio@wings.net. Ja, und wir wollen jetzt in ein Update gehen von Planet X News sozusagen. Das ist immer die Seite, wo ich über die ganzen Dinge berichte, die mir auffallen, in Hinsicht auf das, was wir hier auf der Erde erleben, in Katastrophen oder Vulkanausbrüchen oder Erdbeben und was weiß ich in dieser Richtung. Und natürlich das, was im Himmel passiert, also in unserem Sonnensystem und im Universum, im Zusammenhang mit unserer Erde natürlich, ist doch völlig klar.
Jo, und das machen wir jetzt in dieser Stunde richtig zu Genüge. Und ich hatte schon anfangs angedeutet, es tut sich ja was im Mai. Und ich habe auch schon wieder hier viele Informationen auch von euch hier zugesandt bekommen. Aber ich denke, wir müssen da auch mal einfach ein bisschen reinsteigen. Und ich gebe mal so einen kurzen Info-Überblick von den Dingen, die seit der letzten Sendung geschehen sind. Es gibt also zwar nicht so viele Erdbeben zurzeit, das ist fast wie so ein bisschen wie die Ruhe vorm Sturm, ja. Aber es fallen so ein paar Informationen auf. Da wurde zum Beispiel informiert, hallo, hier die Schweiz beteiligt sich mit 65 Millionen Schweizer Franken am besten Teleskop der Welt. Ja, da wird also ein neues Teleskop derzeit errichtet, die sind aber schon dabei. In Chile, und da gibt es einen Link, da kann man sich das anschauen. Also das ist offenbar unglaublich wichtig, weil vor allem im hochinfraroten Bereich soll dieses Teleskop arbeiten. Also die wollen irgendetwas herausfinden, die wollen etwas entdecken, ja, was für sie wichtig ist. Wird uns natürlich erzählt, ja, so ganz ferne, erdähnliche Planeten, die wir damit ausfindig machen wollen. Ja, okay, kann natürlich sein. Und dieses Ding heißt übrigens, oder der Arbeitsname ist E-ELT. Ja, natürlich hat das einen offiziellen Namen, aber ich habe dem natürlich gleich eine andere Bezeichnung gegeben. Ist ja klar, weil also die offizielle Beteiligung heißt European Extremely Large Telescope. Also das europäische extrem große Teleskop. Ja? So soll das sein. Ne? Und die Schweiz übernimmt 5% der Baukosten. Ne? Jetzt muss ich mal ausrechnen, was das Ding kostet. Ne? 5% gleich 65 Millionen Franken. Und damit könnte sichergestellt werden, dass die Schweizer Wissenschaft freien Zugang zu einer Spitzeninfrastruktur für die erdgebundene Astronomieforschung bekomme, beschreibt das Departement des Inneren, ja, von der Schweiz. Ja, und die ESO habe einen revolutionären Entwurf für ein Großteleskop der 40-Meter-Klasse vorgelegt. Dieses werde um Größenordnung leistungsfähiger sein als alle heute existierenden Teleskope. Als Standort für das Teleskop wurde ein Berg in der chilenischen Atacama-Wüste gewählt, der Cerro Armazones. Und das Teleskop soll angeblich in 11 Jahren gebaut werden. Das Budget beträgt insgesamt 1,3 Milliarden Franken. Und den endgültigen Beschluss zum Bau und zur Finanzierung will der ESO-Rat im Juni treffen. Tja, okay, kann natürlich sein, ne? Das kann sein, dass das so ist. Aber ich habe das ein bisschen umgetauft und weiß nicht, ob ich da ein bisschen sehr spekulativ bin. Ich habe das E-ELT umgetauft in Earth Extinction Level Telescope. Ja, wer das nicht übersetzen kann. Earth heißt Erde, Extinction heißt Auslöschung, Level heißt Zustand. Also ja, wir wissen ja, wir haben ja schon im letzten Jahr gesprochen über ELE, Extinction Level Event. Ja. Aber okay, das ist Spekulation. Ein bisschen ein Wortspiel hier, aber wir wissen ja, dass die gerne auch mit diesen Dingen herum Doktor, ne, das Okkulte spielt eine große Rolle. Ne? Und natürlich haben die eine Geheimsprache, man weiß nicht, was das wirklich heißt.